In den letzten Jahren sind hunderte junge muslimische Männer und auch Frauen von Deutschland aus nach Syrien und in den Irak ausgereist, um dort im Namen der Religion für einen vermeintlich islamischen Staat zu kämpfen und zu töten. Politik und Gesellschaft standen diesem Phänomen lange Zeit hilflos gegenüber. Doch mittlerweile gibt es einige Projekte, die sich mit der Radikalisierung junger Muslime beschäftigen. Eines davon ist Hayat, auf Deutsch Leben, und verfolgt einen ganz speziellen Ansatz. Wie dieser aussieht, das ist diesmal das Thema im Forum am Freitag. Ja, ganz pünktlich. Berlin, Stadtteil Friedrichshain. Dort treffe ich die Salafismus-Expertin und studierte Arabistin Claudia Danschke. In ihren bescheidenen Büroräumen leitet sie seit einigen Jahren die Beratungsstelle Hayat. Von dort aus betreut sie Familien, deren Kinder sich innerhalb der salafistischen Szene radikalisiert haben. Wir setzen an bei Familien. Das heißt, wir sind da. Wer Hilfe möchte, kann zu uns kommen. Das heißt, den ersten Schritt müssen immer die Betroffenen machen. Also in unserem Fall die Angehörigen, Eltern, Geschwister. Und dann helfen wir diesen Eltern erstmal, die Situation zu verstehen, zu analysieren. Sohn oder Tochter, warum sie sich überhaupt diesen radikalen Gruppierungen anschließen. Was ist das individuelle Bedürfnis dieser Jugendlichen? Was finden sie dort, was sie vorher gesucht und nicht gefunden haben? Und wie ist die Familie aufgestellt? Gibt es auch innerfamiliäre Konflikte? Gibt es da Probleme, die letztendlich den Jugendlichen auch vielleicht in diese Arme der Radikalen treiben? Wie verhalten sich die Eltern? Das heißt, an da setzen wir erstmal die Schrauben an. Ist es ein originärer Ansatz, den sie vertreten, oder hat Hayat auch Vorbilder? Diesen Ansatz hat Hayat übernommen von unserem Partnerprojekt Exit. Exit Deutschland, die größte nichtstaatliche Initiative beim Ausstieg aus dem Rechtsextremismus. Da geht es darum, dass direkt Jugendliche, die aussteigen wollen, sich bei Exit melden können. In dieser Arbeit ist erkannt worden, wie sinnvoll es wäre, über die Familie anzusetzen bei Jugendlichen, die nicht aussteigen wollen, sondern die sich gerade erst radikalisieren. Und diesen Ansatz haben wir im Rechtsextremismus erprobt. Er ist sehr gut, weil Radikalisierungsprozesse so gestoppt werden können. Und das haben wir dann übertragen auf diesen Bereich Islamismus. Claudia Danschke und ihr Team sind dann aktiv, wenn Jugendliche sich bereits radikalisiert haben. Sie möchten vor allem den Eltern helfen. Eltern sind erstmal überfordert, sie leiden unter dieser Situation. Sie wollen natürlich nicht, dass ihr Kind sich radikalisiert und sie wollen schon gar nicht, dass sie nach Syrien gehen und dann vielleicht dort sterben. Aber sie wissen nicht so richtig, wie sie mit der Situation umgehen können. Sie haben Fragen und sie wollen oft ihr Kind auch nicht kriminalisieren. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir niedrigschwellige Angebote machen. Und wir sind eine NGO, also eine Nichtregierungsorganisation. Wir sind kein Verfassungsschutz, keine Polizei. Das heißt, die Eltern können zu uns Vertrauen aufnehmen. Das heißt, wir haben auch eine Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, wir sind zu finden. Und dann geht es ein kleiner Schritt, dass sie erst mal fragen. Und dann können wir die Situation analysieren. Natürlich, wenn wir von den Eltern irgendwas erfahren, was sicherheitsrelevant ist, dann können wir nicht sagen, okay, das ignoriere ich jetzt. Ich halte Ihnen, liebe Mama, ich halte Ihre Händchen. Wir haben auch eine Verpflichtung gegenüber der Sicherheit der Gesellschaft. Aber wir sind keine Sicherheitsbehörde, aber wir sind eine Brücke. Das heißt, wir können mit den Eltern gemeinsam analysieren und sagen, jetzt ist die Situation so, wo ich glaube, dass die Sicherheitsbehörden mit ins Boot müssen und wir können sie da begleiten, wenn sie Angst haben und wir können auch so ein bisschen versuchen zu vermitteln zwischen ihnen und das funktioniert ganz gut, weil wir müssen beide Interessen wahren, die Interessen der Familie, aber auch die Interessen der Gesellschaft. 140 Jugendliche mit ihren Familien betreut Hayat momentan. Ein Drittel davon verlässt langsam die Szene, so Claudia Danschke. Bei dem Rest dagegen sei noch alles offen. Ortswechsel. In Leipzig treffe ich den palästinensischstämmigen Gelehrten Hisham Shasha'a, genannt Abu Adam. Der diplomierte Theologe arbeitet für das Hayat-Projekt in Sachsen. Er lebt seit vielen Jahren in Deutschland, seit nunmehr 2 Jahren in Leipzig. Aufgrund seiner religiösen Autorität gelingt es ihm, radikalisierte Jugendliche anzusprechen. Ich muss zuerst die Eltern einfach ein bisschen kennenlernen, ihre Biografie ein bisschen mitbekommen. Danach fange ich an, auch Informationen über die betroffene Person einfach zu sammeln. Das ist sehr wichtig. Auch der Alter, wo geschult, arbeitet oder nicht, hat schwierige Kindheit oder nicht. Ich kann nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich will dich treffen, weil die Eltern haben mich angerufen. Das geht nicht. Überhaupt. Ich muss einen Schlüssel finden, wo ich reinkommen kann.
Und danach fange ich mit meiner Therapie einfach, mit ihm reden und so weiter, oder mit ihr. Wie sieht diese Therapie aus? Was machen Sie da? Ich mache viele. Zuerst fange ich an, ganz einfach über verschiedene Themen zu reden. Vielleicht haben überhaupt mit Extremismus nichts zu tun. Oder mit Religion und Religiosität nichts zu tun. Einfach ganz verschiedene Themen, auch von Kochen bis Schule, Ausflüge, Industrie, irgendwas. Mhm. Ja. Und langsam, bis sie mich vertrauen. Und wenn dieses Vertrauen steht, dann werden sie auf mich zukommen. Sie werden anfangen, mich zu fragen. Und dann fängt an die Therapie, wirklich. Aber die erste Sache, nach der Biografie von denen und so, dieses Vertrauen zu gewinnen. Weil ohne dieses Vertrauen zu gewinnen, dann kann man mit denen überhaupt nichts zu tun. Nichts tun. Und das hat bisher in der Vergangenheit funktioniert? Ja, das hat immer, alhamdulillah, funktioniert. In den meisten Fällen hat das gut funktioniert. Bei manchen Personen geht das nicht. Weil die mich von vorhin kennen, dann wollen die mit mir auch nichts zu tun haben. Da suche ich einen anderen Weg. Eine von meinen Schülern meistens oder Schülerinnen fängt dieser Prozess an. Bis wir eine bestimmte Ebene erreichen, dann kann ich eintreten, bevor nicht. Also, ich muss sagen, also bis jetzt habe ich Sie ja kennengelernt und so wie Sie sich bewegen, Sie gehen auf die Menschen zu, Sie lächeln immer, Sie sind freundlich. Sie sind ja sozusagen ein Vorzeigemuslim, ein Vorbildmuslim. Ich hoffe, ich kann das über mich nicht sagen, aber ich versuche, das Beste zu tun. Und das ist unsere arabische und islamische Kultur. Und alle Religionen sagen das auch, dass man freundlich und friedlich mit den Menschen umgehen. Ich versuche, dass die Muslime das mitbekommen und auch genauso machen. Man soll nicht nur Theorien, aber muss auch praktisch was tun. Und ich sehe, das funktioniert. Ja. Aber das heißt nicht, dass dann hinterher dann alle so dann anziehen? Das hat damit nichts zu tun. Nein. Mhm. Das Gegenteil. Wenn Sie mit mir irgendwo hingehen, auf dem Strand, zu einem Freizeitpark oder irgendwas, wir laufen auch ganz normal. Wenn du auf Arbeit, du kannst nicht mit Jalabi arbeiten. Hey, du kannst nicht, ja. Wenn ein Automechaniker oder Ingenieur oder irgendwas, der unter einem Auto kann nicht mit Jalabi, dann bitte schön, hier, er muss seine Kleidung hoch und runter tragen. Das geht nicht. Er muss auch in geeignete Kleidung. Wo sehen Sie denn Schwächen arbeiten in der Präventionsarbeit? Schwächen bei mir oder bei den anderen? Bei den anderen. Okay. Präventionsarbeit hat ihre eigene Technik. Ja, und Schritte. Zum Beispiel, es gibt manche, die versuchen das, aber die verfügen über dieses Wissen nicht. Die kennen die Religion nicht gut. Die kennen auch die Gedanken von anderen auch nicht gut. Die kennen das Basis von den, warum sind die anderen radikalisiert, auch nicht. Und man darf nicht eintreten, wenn er das nicht weiß. Weil wenn man die Hintergründe kennt, Background einfach kennt, wenn man sich gut befasst mit allen diesen Organisationen und Bewegungen und Gruppierungen einfach, kann man mit den infizierten Menschen was zu tun. Wenn man das nicht kennt, er wird versauen, er wird die Sachen kaputt machen einfach. Mhm. Mehr radikalisieren und nicht deradikalisieren. Mhm. Und die Schwächen sind einfach, man sieht das, man sieht manche, die total in die andere Richtung gegangen, mehr radikalisiert. Weil man glaubt, dass durch nur sagen, das ist nicht gut oder das geht nicht oder anderen Sachen, wird nicht gelöst. Man muss Wissen mit Wissen konfrontieren und nicht mit Emotionen oder irgendwas anderes. Und deswegen alle, die in diesem Thema, in dieser Arbeit eintreten und keine richtige Religionswissen haben, sie werden mehr kaputt tun, alles reparieren einfach. Mit seiner Arbeit hat Abu Adam schon viele Jugendliche aus der extremen muslimischen Szene herausgeholt. Religiöse Aufklärung gegen religiöse Verirrung, eine nachvollziehbare Methode. Doch Abu Adam ist hier noch eine Ausnahme. Ein islamischer Gelehrter, so wie Abu Adam das ist, ist natürlich ideal. Und
Dazu kommt aber, dass er eben nicht einfach nur ein islamischer Gelehrter ist, sondern Imam Abu Adam ist jemand, der einen Zugang zu diesem Jugendlichen findet, der letztendlich den Jugendlichen nicht nimmt, vor sich hinstellt und ihn dann theologisch volltextet, weil das bringt nichts, sondern er schafft es, erstmal den Jugendlichen zu erkennen, die Bedürfnisse zu erkennen, erstmal den Jugendlichen mal zuzuhören, zu fragen, wie geht's dir, was hast du denn eigentlich, warum findest du die so toll und so weiter, und dann erst Antworten drauf zu geben. Und das ist genau unser Ansatz. Insofern korrespondiert die Arbeit von Abu Adam und sein Ansatz voll mit unserem Ansatz. Also Religion praktisch als Gegengift gegen Radikalisierung. Religion nicht, sondern so wie Abu Adam aussieht, hat er Zugang zu diesen Jugendlichen, weil sie finden ihn interessant, sie finden ihn spannend. Er ist also kein Schlips- und Kragen-Imam, weil den würden sie lächerlich finden. Sondern das ist einer, oh, und wenn der sich dann mit denen unterhält, hat er die Chance, ihm deutlich zu machen, dass das, was sie da für Islam halten, mit Islam überhaupt nichts mehr zu tun hat. Aber ist es nicht vielleicht problematisch, einen Salafisten zu nehmen, um Jugendliche zu deradikalisieren? Nicht, dass er sie missioniert und sie dann Salafisten werden? Er hat von einigen salafistischen Großgelehrten schon Referenzen, aber nicht 100%. Also er ist nicht so, dass er da alles übernimmt. Aber er hat auch andere Gelehrte. Ich glaube, Abu Adam passt eigentlich überhaupt in keine Schublade. Ich glaube, man muss noch eine Schublade erfinden für Abu Adam. Selbst nach Washington ist Claudia Danschke inzwischen schon eingeladen worden. US-Außenminister John Kerry persönlich legte Wert auf eine Begegnung mit der deutschen Islamkennerin. Dennoch bekommt ihre Arbeit in Deutschland immer noch zu wenig Wertschätzung. Es gibt eigentlich genug Know-how. Wir wissen, was wir tun müssen. Wir wissen, wie wir aufgestellt sein müssen auf all diesen Feldern. Prävention, Deradikalisierung. Wir haben viele Modelle. Was wir haben, ist zu wenig Geld. Zu wenig Geld und auch zu wenig Personal. Die Einzelkämpferin Claudia Danschke fordert daher mehr Vernetzung der Akteure und auch mehr finanzielle Unterstützung. Denn dies sei auch eine Investition in die Zukunft der Jugendlichen. Wir arbeiten hier mit, also sind völlig unterpersonell unterbesetzt. Das heißt, wir können die Anfragen überhaupt nicht mehr bewältigen, weil wir das Personal nicht haben. Mit ein, zwei Personalstellen weiter könnten wir viel mehr bewirken. Und das ist aber Investition in die Zukunft. Ja? Jede Arbeit von uns, die einen Jugendlichen davon abhält, zum Täter zu werden, ist Opferschutz. Das heißt, wir verhindern Terrorexport, wir verhindern Opfer. Auch Opfer in diesen Ländern wie Syrien, Irak. Aber auch Opfer vielleicht hier in Deutschland. Und wir schaffen es, dass Jugendliche quasi wieder aktiver Teil dieser Gesellschaft werden. Das ist also die Zukunft auch dieses Landes. In diese Arbeit muss investiert werden. Ein Gefängnisaufenthalt, jemanden 10 Jahre dann wegzusperren, kostet viel mehr, als wenn wir jetzt Geld reinstecken würden.